Wir befinden uns wieder mitten in einer Länderspielpause. Das bedeutet auch, nicht so viele Profis wie sonst sind aktuell auf dem Trainingsplatz in Mönchengladbach zu finden. Jonas Hofmann und Florian Neuhaus stehen im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Jan Sommer, Nico Elvedi und Dennis Zakaria sind beim Nationalteam der Schweiz. Rami Benzebaini ist mit der algerischen Nationalmannschaft unterwegs. Und Conor Noss ist inzwischen ein fester Bestandteil der irischen U21-Auswahl. Die genauen Spieltermine der Jungs findet ihr auf Borussias Homepage. Borussia hat Offensivspieler Famana Kisera für ein Jahr an Academico Viseu verliehen. Im Anschluss besitzt der portugiesische Zweitligist auch eine Kaufoption für den 19-Jährigen. Bei den Fohlen hatte Kisera, der im Sommer 2018 nach Mönchengladbach gewechselt war, zwar den Großteil der Vorbereitung mit der Mannschaft von Cheftrainer Adi Hütter absolviert, in den endgültigen Profikader hatte er es im Anschluss jedoch nicht geschafft. Der Deutsche Fußballbund hat die Spiele der zweiten Runde im DFB-Pokal terminiert. Demnach empfängt Borussia den FC Bayern München am Mittwoch, den 27. Oktober um 20.45 Uhr. Das ist eine richtige Aufgabe. Das Los hätte ich lieber im Halbfinale gehabt. Aber traditionell würde ich sagen, hat das Losglück mal wieder nicht zugeschlagen. Das Spiel wird live in der ARD übertragen. Im DFB-Pokal ist es das achte Aufeinandertreffen der beiden Clubs. Im Online-Ticketportal von Borussia läuft der freie Vorverkauf für das Heimspiel der Fohlen am Sonntag, den 12. September um 19.30 Uhr gegen Arminia Bielefeld. Wer das Duell live im Borussia-Park verfolgen möchte, sollte sich jetzt schnell Tickets sichern. Erstmals sind auch wieder Fans auf Stehplätzen zugelassen. Tickets gibt es bereits ab 10 Euro. Bei der gemeinsamen Aktion von Borussia und Sichon Personalmanagement stehen dieses Mal Jan Sommer, Lars Stindl, Jonas Hofmann, Joe Skelly und Stefan Leiner zur Wahl zum Spieler des Monats August. Ihr könnt ab jetzt in der Fohlen-App für euren Favoriten abstimmen. Zum 9. Mal in Folge ist Borussia als familienfreundlichster Fußballverein mit dem Prädikat Gold ausgezeichnet worden. Die Analysegesellschaft Service Value, die Goethe-Universität Frankfurt und die Welt am Sonntag haben in einer deutschlandweiten Befragung die Familienfreundlichkeit von Unternehmen auf den Prüfstand gestellt. Insgesamt stellten sich 731 Unternehmen aus 73 verschiedenen Branchen der Online-Befragung. Hinter den Fohlen landeten Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Bayern München und der VfL Wolfsburg auf den weiteren Plätzen. Borussias U23 hat mit einem 4:2 gegen den SV Lippstadt den zweiten Saisonsieg in der Regionalliga West gelandet. Steffen Meuer ragte dabei mit 3 Toren heraus. Den 4. Treffer erzielte Jakob Italiano kurz vor Schluss. Am kommenden Samstag spielen die Jungs um 14 Uhr bei Rot-Weiß Oberhausen.